Willkommen zu einem neuen Video von mir, wupp, wupp. Und zwar zur ersten Challenge der Face Awards von diesem Jahr. Wenn ihr wissen wollt, wie ich mich zu dieser wunderhübschen medizinischen Puppe verwandelt habe, dann keep watching! Zuallererst kleben wir uns die Augenbrauen ab, weil für dieses Video sind sie ein bisschen im Weg und bedecken dann unser komplettes Gesicht mit der Push Art Body Paint Farbe in Line White. Wirklich alles, Augen, Ohren, Hals, so wo man das sieht. Weil, wie wir wissen, sind Puppen nun mal weiß, porzellanartig und deswegen pudern wir alles nochmal ein bisschen ab, damit das nicht irgendwo anders hinkommt. Mit einem Kajalstift nach Wahl skizziere ich meine venezianische Maske auf mein Gesicht. Hier muss das überhaupt nicht ordentlich gemacht werden, weil ich eh noch mit Bodypaint-Farbe drüber gehe. Aber es ist nur als Vorlage selbst, damit man weiß, wo man was hinsetzen muss. Denn für den jetzt wichtigsten Part braucht man schon so eine gewisse Guideline. Und dabei benutze ich diese drei Bodypaint-Farben. Beginnen tun wir mit der hellsten Farbe und das ist so ein Beige, wo ich zeige, wo was hervorgehoben wird. Also alles das, was vorne sein soll, wird auch heller gemacht und alles das, was zurücktreten soll, dunkler. Das ist so ein kleines Prinzip von auch Malerei. Eigentlich ist das, was ich gerade mache, nichts anderes auf dem Gesicht. Deswegen keep euch das so ein bisschen im Mind. Es gibt dafür keine Vorlage. Das macht jeder so, wie er das auch haben möchte und wie es realistisch erscheint. Klar, es gibt manche, die machen das eher so, andere so. Aber das ist so ein bisschen Stilsache, wie das einem im Endeffekt gefällt. Nachdem ich dann noch mit einem feineren Pinsel und schwarzer Bodypaint-Farbe ein bisschen mehr Tiefe geschaffen habe und Details, gehe ich mit einem Metallic Eyeliner von NYX in der Farbe Copper über die hellen Farben drüber, damit das so einen kleinen Schimmereffekt erzeugt. Da die Maske ja eigentlich eher einen metallischen Look hat, erzeuge ich den mit der Cosmic Metals Eyeshadow Palette von NYX, indem ich bei der Bodypaint Farbe einfach drüber gehe. Das heißt, die Bronzetöne benutze ich bei den dunkleren Stellen und die goldsilbernen Töne bei den hellen. Bei der Augenform, die ich erst weiß gelassen habe, habe ich mich dann doch noch dafür entschieden, die komplett schwarz zu machen. Und mit den Hella Fine Eyeliner von NYX bin ich dann nochmal an die Konturen gegangen, weil der Eyeliner ist hella fein und kriegt das dann doch nochmal ein bisschen schärfer hin. Mit weißer Bodypaint-Farbe setze ich dann noch ein paar Highlights, damit das alles einfach so ein bisschen realistischer wirkt. Last but not least nehme ich die Eyeshadow-Palette Avant Pop von NYX und gehe in dieses Grau und Braun rein, um einen Schatten unter der Maske zu erzielen. Hier nehme ich erst einen festeren Pinsel und dann einen fluffigeren Pinsel, um das auszublenden, damit wirklich der Effekt erzielt wird, dass diese Maske auf meinem Gesicht liegt. Als ob das schon so das Ende war. Nein, und zwar gehe ich noch mit dem Glitter Primer und dem schwarzen Glitter von NYX über das gesamte Auge, also da, wo die schwarze Bodypaint-Farbe auch platziert ist. Wo wir gerade bei ein bisschen Bling-Bling sind, gebe ich auch gleich noch ein paar Steinchen auf meine Maske, damit das alles so ein bisschen schicker, edler, gehobener aussieht. Und mit meinem heißgeliebten Heavy Metal Eyeliner Midnight Cowboy von Urban Decay setze ich ein paar Glitzer-Highlights. Und wenn ihr euch jetzt wundert, warum hat sie so rote Augen? Hat sie Drogen genommen? Nein, es sind einfach nur die Kontaktlinsen, die nicht so gut waren und meine Augen literally ein bisschen kaputt gemacht haben. Naja, anyways, nachdem ich meine Lippen mit schwarzer Bodypaint-Farbe geschminkt habe, gehe ich mit den Liquid Suede in der Farbe New Era über die kompletten Lippen drüber, weil der so ein bisschen Bronze-Look hat. Und darüber gehe ich dann nochmal mit den Cosmic Metals in der Farbe Electromagnetic, der so ein bisschen grün schimmert, das ich ganz cool fand. Und irgendwie wollte ich eine andere Farbe mit reinbringen, deswegen dachte ich mir, wieso nicht? Off-Kamera habe ich mir dann noch die Wicked Lashes in Exposed auf die Wimpern geklebt und den Brightener Baby Powder in die Wasserlinie. Und voila! Nachdem ich mir mein Kostüm aufgesetzt habe, besser gesagt angezogen habe und mein Turban aufgesetzt habe, bin ich auch schon fertig. Übrigens, das Kostüm ist einfach nur ein Pantomim-Clown-Kostüm und der Turban einfach nur ein Stoff, was um meinen Kopf gewickelt ist, damit ihr da auch Bescheid wisst. Und ja, wenn ihr bis hierhin weitergeschaut habt, dann lasst doch gerne in den Kommentaren diese Masken-Emoji da.
Und ihr könnt auch für mich voten. Ich weiß leider noch nicht ab wann, aber das steht dann auch auf jeden Fall in der Infobox. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Bye, bye!